der Hanf-Podcast. Powered by Canable.de. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Ist Cannabis kein Brokkoli. Ist Cannabis kein Brokkoli. Ist Cannabis kein Brokkoli. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich irgendwas mit Brokkoli machen will, Henning? Mit Brokkoli? Ja. Und mit Hanf zusammen gerne? Brokkoli, oder? Hanf und sagen wir mal ohne Fleisch. Ohne Fleisch finde ich super. Nur mit Wurst. Nein, also... Nein, also ganz vegetarisch. Mit einer Tönniswurst. Ja, auch das noch, genau. Nein, also das lassen wir alles weg. Also Brokkoli, Hanf, vegetarisch, was muss ich einkaufen? Ja, willkommen beim Daniela Ludwig Gedenk Podcast. Das haben wir uns ausgedacht, weil wir in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz viel an Essen, Gemüse und insbesondere Brokkoli denken mussten. Und wir haben ja auch von ihr gehört, dass sie da einige Weisheiten rausgehauen hat, wie sie das ja in letzter Zeit sowieso häufig gemacht hat. Und in dem Zusammenhang begrüße ich heute Abend Henning und Dennis von der Berliner Wiese. Hallo Dennis erstmal. Ja, hallo Tom. Vielen Dank erstmal, ne, dass ich wieder dabei sein darf, die zweite Folge. Richtig. Und ich freue mich natürlich. Ja, genau. Wir haben schon einmal miteinander gesprochen. Damals ging es natürlich hauptsächlich um dein Unternehmen Berliner Wiese. Und das können wir gleich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Darüber hinaus haben wir heute noch einen zusätzlichen Gast und das ist der Henning. Und Henning ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Koch der Berliner Wiese. Hallo Henning. Hallöchen, ich grüße euch. Guten Abend. Wir zeichnen auf übrigens am 15.07. Es ist jetzt 18.32 Uhr. Es ist, glaube ich, unser 7. oder 19. oder 25. Versuch. Wir hatten vorher erhebliche technische Probleme, wollten eigentlich schon längst aufgezeichnet haben. Heute jetzt endlich klappt es und deswegen sind wir ganz, ganz froh. Und ja, Stichwort Brokkoli. Nee, machen wir gleich. Erstmal Stichwort Berliner Wiese. Dennis, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wie ihr seid. Ihr seid ja auch bei uns auf Canable vertreten und habt natürlich auch eine eigene Website und verkauft da CBD-Produkte, wenn ich das richtig sehe. Richtig? 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 Richtig, richtig, richtig. Sehr korrekt. Sehr schön. Genau. Also ich bin der Dennis und zusammen mit dem Julian, meinem Geschäftspartner, haben wir vor ja roundabout 2 Jahren die Berliner Wiese ins Leben gerufen. Die Idee stand aus einer, das war eine kleine Schnapsidee und wir haben uns gesagt, lass mal was mit Hanf machen und ja, so sind wir dann dazu gekommen, dass wir eben uns gesagt haben oder uns auf das große Thema CBD gestürzt haben, natürlich, und uns auch eigentlich bewusst sind, wie geil Hanf eigentlich auch in der täglichen Ernährung ist. Und dazu haben wir eben einfach auch den Henning mitgebracht, der quasi jetzt, sag ich mal, unser Walter White in legal sein wird, mit dem wir dann eben ein paar eigene Rezepte auch entwickeln möchten, um auch dem Endverbraucher wieder so ein bisschen näher zu legen, hey, stell dich doch mal in die Küche, koch mal wieder, ja, erlebt mal wieder dieses Gefühl, wie es ist, etwas selber zu kreieren, selber gemacht zu haben, es zu essen danach. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich selber bin ja auch gelernter Koch. Und so haben wir uns eben entschieden, auch unsere paar Rezeptideen einfach für unsere Produkte mit jetzt zu entwickeln und wollen eben einfach auch auf ja nachhaltigen Rohstoff setzen, der halt tausendfach verarbeitet werden kann, ja, und einfach auch super regional ist, ja. Also wir beziehen unsere Nahrungsmittel sowie unsere CBD-Öle etc. beziehen wir komplett aus Berlin und Brandenburg und setzen eben auf Regionalität, auf kurze Lieferwege, auf ja zum Teil biozertifizierte Produkte. Klar, alles ist biologisch angebaut, aber der Gesetzgeber erlaubt uns natürlich nicht, das alles so auszuschreiben. Aber das ist ein anderes Thema. Und genau, dafür haben wir den Henning jetzt mit an Bord geholt, der ein ziemlich guter Koch ist, würde ich mal behaupten. Kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich da lüge, Henning? Ich bin durchs Kiffen zum Kochen gekommen. Ich mache das schon ganz leidenschaftlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also nicht, dass uns der Podcast hier jetzt gleich konfisziert wird oder so. Aber man kann natürlich auch gleich dazu noch sagen, im Grunde genommen ist die Geschäftsidee der Berliner Wiese natürlich auch im Sinne von Daniela Ludwig, denn du hast ja eben gesagt, das ist eine Schnapsidee gewesen. Und mit Schnaps hast du ja bekanntlich überhaupt kein Problem. Also von daher
Ja, Henning, wenn du jetzt gesagt hättest, dass du kein guter Koch bist, hätte ich auch allerdings irgendwie, ja, das wäre irgendwie auch schräg gewesen. Oder? Also Ja. alle sind immer ziemlich happy von dem, was sie essen, Ja, was ich genau. gekocht habe. Ja, das ist doch schon mal gut. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also gut, du bist jetzt, also Henning, du bist jetzt der Koch. Ich meine, wie ist denn das? Du kommst ja nicht mit Schutzanzug wie Walter White, sondern kommst dann morgens in die Firma mit dem weißen Hut und Smörrebröt, Kochlöffel in der Hand und dann machst du erstmal das Mittagessen für die Belegschaft oder was ist deine Aufgabe? Nein, es geht darum, mit den Produkten halt Rezepte zu entwickeln, das zu fotografieren, kleine Bauanleitungen oder Zubereitungsabläufe zu definieren und dass die Leute sich das dann zu Hause selber nachbasteln können. In der Firma selbst gibt es nicht mal eine Küche so richtig. Oh Gott. Es gibt nur eine Teeküche, die wir ab und zu mal nutzen können. Und deswegen, ja, haben wir uns gedacht, wir machen das dann zusammen in der Produktionsküche beim Henning. Dann hat man auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn da nicht alle rumwursteln. Und ja, ich sag mal, Kochen hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Da braucht man ein bisschen Freiraum, da braucht man ein bisschen Platz. Und wenn dann da irgendwie noch ein paar Leute irgendwie ständig vorbeikommen und quatschen und schnacken, dann kommt man immer zu nichts, weil wir ja auch gerne quatschen. Das ist immer das Problem. Ja, Ne? Dann ja, kommst du ja, wieder zu nichts und dann ja. stehst du da und denkst dir, mein Gott, das ist schon wieder kurz nach 12. So, ja, und fragst dich, was würde Daniela Ludwig jetzt machen? Ja, 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 ja. wahrscheinlich eine Pressekonferenz verkacken oder sowas. Wie Oder wir ein sie halt kennen. Fass aufmachen oder so, wir wissen es nicht. Ja, Nein. den Goldi halt, ne? Die Ja. nächste Flasche Goldi aus dem Schrank holen. Ja, ich vermute, das ist so der Tagesablauf bei ihr, je nachdem, Ja, das wissen wir wie die Laune natürlich ist. nicht. Also von daher, das war natürlich nur Spaß, Daniela. Da haben wir nur Spaß gemacht. Das wissen wir ja gar nicht. Also Genieße deinen Brokkoli-Smoothie. richtig, Genau, genau. genau. Brokkoli-Smoothies habt ihr? Ja, genau. Okay. Ich frage mal anders. Wie lange macht ihr das schon oder wie viel Rezepte habt ihr schon entwickelt? Und findet man die dann auf eurer Website oder wie macht ihr das? Noch nicht, das ist gerade alles in der Produktion noch. Es gibt noch kein Release-Date dafür. Wir sind mit der Idee, ist Dennis auf mich zugekommen, Mitte Mai, Ende Mai. Und jetzt hatte ich noch mit einer kleinen Klavikularfraktur zu tun, die auch schon sehr gut genesen ist. Deswegen können wir da jetzt in naher Zukunft richtig schön durchstarten und richtig auf die Kacke hauen. Also es gibt noch gar keine Ahnung, so kleine Geheimnisse, die ihr vielleicht schon mal ausplaudern könnt oder so, oder eine Andeutung oder so. Es gibt Rezeptideen. Ich habe bei mir zu Hause in der Küche und in der Produktionsküche schon so ein bisschen gewerkelt, aber wir wollen es noch ein bisschen geheim halten. Okay, gut, dann müssen wir da durch. Damit jetzt aber die Neugierde auch ein bisschen wächst, wie ist es denn geplant? Also stellt ihr dann schriftliche Rezepte auf eurer Webseite vor in Zukunft oder kann man gleich Gerichte bestellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal, ja, wir machen das mal Step by Step. Ja, wir werden jetzt also mal anfangen und mal schauen, ob das gut ankommt. Wir möchten eben einfach, wie gesagt, unseren Kunden auch so ein bisschen eine kleine Idee, einen kleinen Gedenkanstoß mit auf den Weg geben. Und dann ist es natürlich auch so, dass es quasi, ja, je nachdem, wie wir es auf die Beine gestellt bekommen, eventuell in einer Art Catering auch anbieten könnten, zum Beispiel ja für ja, ich sag mal, andere, für Startups, für Firmen, für Feiern, wie auch immer, ja. Je nachdem, wie offen die Menschen dem Thema gegenüber sind, weil eine Abneigung doch immer noch da ist, leider. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben wir jetzt so ein paar Piloten im Petto und wollen jetzt eben einfach die noch so ein bisschen verfeinern und dann einfach mal gucken, wie es angenommen wird von den Leuten, ja, ob es tatsächlich auch so, ich sag's mal, so gesellschaftsfähig ist, wie wir es uns vorstellen. Aber ja, ganz klar ist, wie wir jetzt eben, also worauf wir im Fall setzen, ist halt einfach ja die Regionalität eben und eben einfach auch das Superfood. Ja, also muss man ganz klar sagen, aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachtet, hast du wenig pflanzliche Nahrungsmittel, die einfach so ausgewogen sind in ihrem Nährstoffspektrum, wie es Hanf ist. Ja, und genau da wollen wir ansetzen, ob das jetzt, sag ich mal, ein kleiner Eistee ist, eigene Kreation,
wo wir dann probieren, möglichst mit möglichst wenig Zucker zu arbeiten, stattdessen eben Zimt verwenden und Nelken, was ja früher, bevor dieser ganze raffinierte Rohrzucker auf den Markt gekommen ist, klassische Süßungsmittel gewesen sind und noch dazu eine antiseptische Wirkung mitbringen, ja, was eben auch die antiseptische Wirkung des Hanf als solcher schon unterstützt. Also du tust deinem Körper damit nur was Gutes, ja. Mit gerösteten Zitrusschalen arbeiten wir da. Es eignet sich auch super im Sommer mit ein paar Eiswürfeln und zum Beispiel einem Tropfen Gin. Oder man nutzt einfach schon mal, man macht sich einfach mal einen Gin Tonic irgendwie, ja, wo man dann so ein bisschen spielt und einfach mal ein Teebeutelchen reinhängt. Kann jetzt ein Hanftee sein, sollte eben natürlich ein Hanftee sein oder ein Earl Grey oder Kamille oder sonst wie, ja. Also man kann ja da sehr, sehr viel spielen. Also den Leuten nahe bringen, dass du mit sehr einfachen Mitteln schon sehr viel erreichen kannst und dass das gar nicht so schwer ist. Und da wollen wir eben hin. Natürlich auch Smoothie-Rezepte, ja, wo wir dann eben auch einfach mit Hanfprotein arbeiten. Einen leckeren Brokkolisalat auch, vielleicht mit frischen Hanfblättern zum Beispiel. Oder Hanfsamen, Pestos, Aufstriche. Und das wollen wir eben selbst entwickeln, zugeschnitten auf unsere Produkte. Und dann möchten wir gerne mal schauen, wie es ankommt. Und dann bauen wir das eventuell aus. Oder eben auch nicht. Ja, okay, gut. Das hängt dann. Ja, du hast eben von so einer gewissen, was war das, Abwehrhaltung gesprochen, die irgendwie da immer noch vorhanden ist. Was kann man denn da für eine Abwehrhaltung haben eigentlich? Ja, es geht ja immer noch darum, dass du, also ich sag mal, es bessert sich natürlich und gerade hier im Großraum Berlin ist den Leuten jetzt schon bewusst, okay, Hanf und Marihuana und oder sagen wir mal Freizeithanf und der Nutzhanf, Industriehanf sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es gibt immer noch die Nachfragen, Mensch, ja, wenn ich mir jetzt so einen Tee kaufe, kann ich dann zum Beispiel oder darf ich dann danach noch Auto fahren oder schlägt das positiv in einem Drogentest an? Ja, wenn ich zum Beispiel von der Polizei angehalten werde und so. Mhm. Ja, also da ist eben einfach der Punkt erreicht, wo wir denken, okay, man muss eben nicht nur auf die Prävention Jugendlicher setzen, sondern vielleicht wirklich einmal komplett überdenken, wie man denn auch an die Bürger rantritt, was man den Bürgern mitgibt. Ja, also ich sag mal, auf der einen Seite Billigfleisch in Masse zu produzieren, ist ja alles schön und gut, soll nicht sein, ja, also nicht falsch verstehen, aber man könnte die Leute natürlich auch viel, viel besser aufklären über gewisse Dinge. Und da wird es uns natürlich auch immer nicht leicht gemacht. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit unserem Partner Duke Gin aus München schon den ersten Prototypen für einen Gin fertig. Der Gesetzgeber schreibt dir natürlich vor, dass du 0,0005 ppm THC nicht überschreiten darfst. Und da wird es natürlich schwierig, ja, da wird es dann sehr, sehr schwierig, eben mit gewissen Produkten zu arbeiten oder in gewissen mit dem Produkt in gewisse Bahnen zu gehen, wenn du eben eine gewisse Aromatik ansprechen möchtest, ja, wenn du wirklich was ein schönes Produkt kreieren willst, ja, dann bist du teilweise oder leider gezwungen auf Ersatzprodukte wie ein Cannabis-Samenextrakt oder so zurückzugreifen und normalerweise hast du was zwischen 0,1-0,2% dieses Cannabis-Samenextraktes drin in einer Limonade, in einem Eistee. Ich habe auch schon Salami gesehen und all so ein Firlefanz, was eigentlich gar nichts mit dem Produkt Hanf zu tun hat. Mhm. Ne? Und das stimmt dann doch auch ein wenig traurig. Und da ist halt einfach so der Punkt, wo wir einfach sagen, okay, da wollen wir jetzt mal ansetzen, da wollen wir jetzt mal schauen, ja, ob da die Neugier auch da ist der Leute, ja, also es ist auch so ein bisschen, viele Leute kennen die Hanfsamen eben nur aus dem Vogelfutter oder sagen, ach, das ist doch was für die ganzen Ökos, was ja so nicht richtig ist. Und da probieren wir eben anzusetzen mit und möchten da eben jetzt einfach mal schauen, wohin uns der Weg führt. Ja, das ist also etwas, was wir, ein kleines Projekt, was wir nebenbei einfach starten. Das kostet uns nicht viel Zeit und nicht viel Geld und wir machen es gerne. Es ist ja auch immer noch eine Leidenschaft und ein Hobby und sind eben ganz froh, dass wir da den Henning jetzt mit an Bord haben, wenn der dann bald mal sein, wie hast du es genannt? Clavicula. Meine Clavicula-Fraktur. Genau, das auskuriert hat. Dann können wir halt voll angreifen, ja, und dann können wir da ein paar Sachen ausprobieren, entwickeln. Und den Leuten einfach mal mitgeben, das eventuell vielleicht über eine kleine Art von Vlog,
Blog, wie auch immer, publizieren und das dann einfach mal den Leuten mit auf den Weg zu geben. Ne? Auch im Bereich Sport ist halt Hanf eine super Geschichte. Ich selber fahre ganz gerne Fahrrad und habe jetzt einfach so auf den letzten längeren Touren, die ich dann so mache, das sind dann so irgendwas im Schnitt zwischen 150 und 200 Kilometer, einfach mal probiert, mir eben ja Energy Balls zum Beispiel ja, mit einem Hanfprotein herzustellen, Müsli-Riegel, einfach um zu gucken, ja, kriegt man denn diesen Kick und der ist einfach da. Ja. Also du hast einen natürlichen Energielieferanten mit einem super ausgewogenen Nährstoffspektrum und das macht halt Spaß und das ist halt schön. Und genau hier ja, muss halt einfach viel mehr getan werden. Ja. Und hier muss man auch ganz klar differenzieren zwischen dem BTM, dem Freizeithanf, und eben dem Nutz- bzw. Industriehanf, ja, ja. Der auch nicht immer mit einem hohen CBD-Gehalt oder so zu tun hat, ne, wo es dann wirklich darum geht zu sagen, hey, guck mal, ja, du hast eben, wie gesagt, die antiseptischen, antiinflammatorischen Wirkungen und so weiter und so fort, entschlackend, auch wenn ich dieses Wort nicht so gerne mag, aber es ist eben doch eine der Eigenschaften, ja, es ist trotzdem beruhigend und es gibt halt, wie gesagt, einfache Kniffe, ja, viele pflanzliche Inhaltsstoffe sind ja fettlöslich, ja, so sind es eben auch Cannabinoide. Das ist ja der Grund, warum CBD-Öle zum Beispiel auch so wunderbar funktionieren. Das kann jetzt, egal ob das ein Hanfsamenöl ist, ein MCT-Öl, ein, was weiß ich, Olivenöl, Kürbiskernöl und was es alles für Entwicklungen und Produkte gibt. Einfach der Grund, dass man sagt, hey, der Körper kann die Inhaltsstoffe viel, viel besser aufnehmen, viel, viel besser spalten. Er ist also viel weniger damit beschäftigt, einen Stoff erstmal umzuwandeln oder zu verdauen, genau, danke. Das beste Beispiel ist wie mit der rohen Karotte. Ne? Eine rohe Karotte ist natürlich lecker, macht auch Spaß, die mal so wegzuknabbern. Wenn du aber ein bisschen Öl mit dazu gibst, im Karottensalat oder wie auch immer, ja, dann kann dein Körper eben alle zu 99% alle Vitamine und Inhaltsstoffe aufnehmen, ja, die sonst eben verloren gehen würden. Und da probieren wir eben einfach so ein bisschen anzusetzen. Genau, da würde ich auch gleich Henning nochmal zu befragen. Übrigens, Henning, viel Erfolg mit deiner Caligula-Erkrankung. Nein. Alles gut. Das wird es auf dem guten Weg. Sehr schön, ja. Wir haben uns ja eben so mehr oder weniger amüsiert über die Daniela Ludwig geäußert. Und man muss aber dazu natürlich tatsächlich auch einfach mal ganz ernsthaft sagen, sie spielt natürlich bei der fehlenden Information der Aspekte, die du jetzt gerade geschildert hast, zum Beispiel dieser wirklich schlichte und für Fachkundige selbstverständliche Unterschied zwischen einerseits Genusshanf und andererseits eben Nutz- bzw. Industriehanf. Alleine diese Differenzierung wäre in meinen Augen der Job der Drogenbeauftragten gewesen, das zumindest einfach mal anzusprechen und klarzumachen. Was sie macht, ist für mich, da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, das sage ich jetzt auch einfach mal so, schlicht und ergreifend Lobbyarbeit für die Alkoholindustrie, die sie ja regelrecht verehrt und da ja auch wirklich absurdeste Argumente vorführt und anführt, von wegen bestimmungsmäßiger Gebrauch von Alkohol sei unproblematisch. Also selbst die WHO sagt, dass es überhaupt keinen bestimmungsmäßigen Gebrauch von Alkohol gibt. Dann dieser Vergleich mit Marihuana und oder Cannabis und Brokkoli ist natürlich auch absolut peinlich. Das heißt also, diese Frau hat ich sag's mal so, null Informationswert und stattdessen eigentlich nur kommt sie rüber wie eine populistische Lobbyistin. Mehr ist das Ganze nicht. Und wenn sie ihren Job ernst nehmen würde, hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich wünsche mir ja fast die Mordler zurück, mein Gott. Und die war ja schon schlimm. Wenn sie also wirklich ihren Job ernst nehmen würde, dann würde sie wirklich Aufklärungsarbeit betreiben und würde auch über die so unglaublich vielen Eigenschaften, die Cannabis beziehungsweise Hanf, Industriehanf, die Vielseitigkeit, würde darüber aufklären und würde zum Beispiel dann eben auch differenzieren, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also mit Industriehanf zum Beispiel, können wir durchaus auch was Positives für unsere Wirtschaft tun. Zum Beispiel im Corona-Zeitalter, in dem wir zum Beispiel dann eben nicht auf lange Handelswege angewiesen sind und uns dann irgendwelche synthetischen Produkte oder Materialien reinholen müssen, die dann irgendwann im Meer landen und Mikroplastik produzieren und so weiter. All das ist ja bei Hanf nun einmal nicht der Fall. Das ist jetzt einfach mal mein Statement zwischendurch. Das schleppe ich schon ein bisschen länger mit mir rum. Das musste jetzt einfach mal raus.
Chapeau. Das fühlt sich gut an, ne? Ja, total. Ja, es war total richtig. Ja, und also ich würde gerne noch ergänzen, es ist ja eben auch so, gerade in der Industrie jetzt, ja, passiert ja sehr, sehr viel. Also wenn wir mal davon absehen, dass wir mit Hanfkalk, Hanfbeton, Dämmmaterial und so weiter, du kannst ja ganze Häuser damit bauen. Du kannst, wenn du den Hanf ein wenig kottonisierst, was jetzt gerade passiert in der Industrie. Entschuldige, was ist das? Baumwolle hinzufügst. Du fügst also ein bisschen Baumwolle hinzu, du hast ja sehr lange Fasern. Die Hanffaser ist ja meist sehr lang, sehr robust, eignet sich eigentlich wunderbar, um Textilien zum Beispiel auch herzustellen, ja, für ein T-Shirt, nehmen wir mal das Beispiel. In der Modeindustrie findet ja auch, ja, nicht nur Greenwashing statt, teilweise sogar auch ein bisschen ein Umdenken an eben Kottonisierung ist eben, du kürzt diese Hanffasern, dass du sie eben in einen Verbund Baumwolle bringst, um dann eben ein Textil daraus herzustellen. Das würde natürlich, das ist ein sehr langsamer Prozess, der da vonstatten geht, aber er ist da und da passiert einiges. Ja, es ist auch, man setzt eben auch im Verbund mit Kunststoffen drauf, was ja auch wiederum zum Vorteil hat, dass man CO2-Emissionen senken kann und so weiter und so fort. Also selbst wenn eine PET-Flasche oder irgendwas anderes zu 15% aus irgendwie, ja, mit dem Hanf hergestellt wurde, ist das ja schon mal ein sehr großer Fortschritt. Ja, also da passiert auf dem Gebiet sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr vieles. Leider ist natürlich auch viel Wissen verloren gegangen, wurde vernichtet. Also da muss natürlich sehr viel passieren. Die Verarbeitungsprozesse, das ist alles noch ein bisschen schwieriger. Auch die Maschinen, aber also die landwirtschaftlichen Maschinen zum Beispiel für die Ernte sind dort natürlich auch alle noch gar nicht ausgereift. Ja, da gibt es natürlich jetzt auch die großen Hersteller, die da drauf gehen. New Holland fällt mir da ein, die super riesengroße Maschinen hinbauen oder herstellen, nicht hinbauen, herstellen und mit denen man dann einfach abernten kann. Ja, es gibt kleine Unternehmer, die sich dann denken, kleinere Unternehmen, die sich denken, hey, pass auf, da müssen wir doch was verbessern können. Ja, also dieser Prozess ist da. Es ist natürlich aber auch so, dass je nachdem, wo dein Hanf wächst, wie er wächst, er immer noch gewissen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Mhm. Ja. Und das Problem ist, die Industrie verlangt natürlich immer nach einer gleichbleibenden Qualität, nach dem gleichbleibenden Standard. Standard. Das ist mit einem Naturprodukt natürlich immer ein bisschen schwierig vereinbar. Ja, wie man es nimmt. Also wie man es nimmt. Ich meine, wir waren da ja schon mal sehr weit. Also ich meine, es war ja, man muss sich das vorstellen, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber es war tatsächlich Henry Ford, also von der Ford Company heißt es dann, glaube ich, der tatsächlich die Idee hatte, Autos aus Hanf zu bauen. Das hieß, glaube ich, damals Auto vom Acker oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und der wollte das wirklich machen, aber letztlich hat es dann riesige Kampagnen gegeben, wo sich dann wirklich dann eben die Industrie der synthetischen Materialien dann eben durchgesetzt hat. Gut, aber das am Rande. Da hat Nutzhanf dann ausgedient. Ja, genau. Hat der Nutzhanf dann ausgedient, ja. Genau, genau. Du weißt das auch, Henning, wahrscheinlich, ne? Also, ja, das war damals, Kolumbus wäre nicht so weit gekommen ohne Hanf, glaube ich, sonst hätte es keine Seile gegeben, Segel zu hissen. Ja, ja. Genau, gehört ja auch zu dem robustesten und haltbarsten Material, das es überhaupt richtig gibt. Ne? Mhm. Richtig. Gut, aber kommen wir doch nochmal zurück auf Henning, auf deinen Job. Vorhin habe ich mich so gefragt, eigentlich so diese blöde Äußerung, Brokkoli sei kein Cannabis oder umgekehrt, gibt es denn, jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, gibt es Gemeinsamkeiten von Brokkoli und Hanf, Cannabis? Von Brokkoli, ja, die sind beide grün und haben wunderschöne Knollen. Ja, also Industriebrokkoli und Genussbrokkoli wird jetzt aber nicht differenziert, glaube ich, ne? Nein. Aber es gibt noch den Cima de Rappe, das ist so wilder Brokkoli, der ist auch sehr lecker und hat dann mit dem Industriebrokkoli auch nicht mehr so viel zu tun. Okay. Nichtsdestotrotz, aber kann man beim Brokkoli ja auch mal die Mandeln weglassen und macht einfach die Hanfnüsschen drauf, die geschälten Hanfsamen. Und dann ist es genauso wie damals, wie es auch unsere Freundin ganz gerne mag.
Ach so, die mit Brokkoli. Genau, Dani. Dani, Dani. Die Dani, die gerne Fass aufmacht. Ja, Dani plus Susanne. Naja, okay. Ja, aber es ist ja auch so, dass ich glaube, Brokkoli, jetzt müsste ich fast lügen, aber auch ein bisschen, ist das Eisen, viel Eisen zum Beispiel, also viele pflanzliche Nährstoffe mit sich bringt, die im Hanf ja auch ähnlich vorhanden sind. Ja, es gibt teilweise auch Studien, ich habe probiert noch ein bisschen zu recherchieren, hatte allerdings ein bisschen zu wenig Zeit, aber es gibt eben auch Studien, die sagen, Mensch, du kannst eben solche Sachen, beziehungsweise zum Beispiel auch die Senföle, also sekundäre Pflanzenstoffe eben für chronische Lungenerkrankungen wie Kopf und so weiter, Asthma einsetzen, ja, was ja eben bei CBD, Hanfgeschichten ja auch der Fall ist, antiseptische Wirkung, Antioxidantien, die du drin hast, die hast du auch im Hanf. Ja, also du kannst ja dafür sehr viel auch wieder ins Gleichgewicht bringen in deinem Körper. Ja, du hast Brokkolisprossen gegen freie Radikale, wie man so schön sagt, ne, hast Hanfsprossen gegen freie Radikale, ja, das funktioniert auch. Also da ist wirklich sehr, sehr viel gegeben, ne, und du hast halt wirklich einfach wunderbare, wunderbare Inhaltsstoffe, ne, die dir von der Natur aus sowieso gegeben sind. Du brauchst also diesen Quatsch aus Laboren eigentlich nicht, ja, nur um halt einfach diesen Standard zu erfüllen, ne, und ja. Wobei wir jetzt muss ich quasi dich fast bremsen und muss dich aus lauter Vorsicht darauf hinweisen, dass du jetzt nicht zu sehr womöglich noch irgendeine mehr oder weniger medizinische Wirkung von Hanf bzw. CBD betonst, denn das klingt zwar grotesk, aber selbst damit kann man ja im Grunde genommen schon Schwierigkeiten bekommen, oder? Das ist richtig, das ist schon sehr gefährlich. Es ist natürlich immer ein schmaler Grat, aber manchmal gehen da auch die Pferdchen mit einem durch, wie man so schön sagt. Naja, das hast du jetzt ja auch gar nicht gesagt. Das war ja so, dass das Rückmeldungen von vielen Kunden waren, die du jetzt ja einfach nur wiedergegeben hast. Also von daher ist es... Das ist es ja. Also das ist ja alles das, im das grünen ist Bereich. Ja, Feedback, das ja, ist eben so. Mit einer dieser... Ja, ja, Gott sei Dank. Knappe Kiste. Ja, es ist tatsächlich ganz schön knappe Kiste. Das ist auch wieder mit einer dieser Bausteine, aber das kennst du ja sicherlich auch von anderen Unternehmern, anderen Herstellern in dem Bereich. So hast du da auch schon viel gehört. Und ja, kommen wir zurück zum Thema. Generell, Frau Dani hat recht. Cannabis ist kein Brokkoli und Brokkoli ist kein Cannabis. Also die Aussage kann man so stehen lassen. Das ist definitiv der Fall. Man kann aber aus beidem leckere Gerichte zaubern. Richtig, Henning? Definitiv. Ja, Suppen, Salate, ja, vieles. Ne? Ofengemüse. Smoothies, genau. Ach, Gott sei Dank, ich bin so froh, dass ich gegessen habe vorhin. Ich weiß gar nicht, wie ich den sonst durchhalten hätte können, den Podcast. Ich weiß ja, ihr wollt ja noch nichts verraten. Ihr wollt ja noch kein, ja, das ist ja noch ein Geheimnis, also kein Geheimnis, dass ihr jetzt irgendwie mit Lebensmitteln und Kochrezepten arbeitet. Das ist natürlich kein Geheimnis, aber ihr habt ja noch nichts ausgeplaudert. Aber vielleicht mal so ganz unabhängig von eurer, jetzt hätte ich doch fast wieder Laborküche gesagt. Henning, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt irgendwas mit Brokkoli machen will? Henning? Mit Brokkoli? Ja. Und mit Hanf zusammen gerne? Brokkoli, oder? Hanf und sagen wir mal ohne Fleisch. Ohne Fleisch finde ich nur mit ich Wurst. Super. Nein, also... Nein, also ganz vegetarisch. Mit einer Tönniswurst. Ja, auch das noch, genau. Nein, also das lassen wir alles weg. Also Brokkoli, Hanf, vegetarisch, was muss ich einkaufen? Was ist lecker? Lecker muss es sein. Ich würde empfehlen, Brokkoli und Hanfnüsse auf jeden Fall, die geschälten Hanfsamen. Ich habe das letztens gemacht, Brokkoli in kleine Röschen geschnitten, leicht angesalzt, leicht angezuckert, damit die so ein bisschen mürbe werden und die Zellstruktur sich schon mal so ganz leicht auflöst und dann wässert das so ein bisschen auf. Und dann in Butter schwenken und so kurz vor Ende die geschälten Hanfnüsse mit dazu. Ist genauso wie damals, wie Dani das mit den Mandelblättern mag, also Hanfnüssen.
mega viel Omega 3 Fett, 6 Fett, alles Fett. Fitnessfood, tiefgesund. Ein gutes Olivenöl dazu oder ein Schlag Butter. Ich mag ja Butter auch immer sehr gerne. Butter ist ein sehr guter Geschmacksträger. Ja, Butter ist lecker, stimmt. Ich mache auch immer noch so ein kleines Stück Butter in meine Miracoli. Naja, ist egal, ist ein anderes Thema. Aber Butter ist sehr lecker. Ja. Ja, und wenn ich jetzt, also das klingt wirklich lecker, aber du hast jetzt gesagt, irgendwie Fett und haut richtig rein und so. Und wenn ich jetzt sage, ja, nee, aber also irgendwie doch, ich bin so ein bisschen diätisch unterwegs und vielleicht doch irgendwas, was nicht so, ja, Hüftgold produziert oder so, vielleicht irgendwas, was so ein bisschen weniger. Leichte Salate. mit einem Dressing, wo nochmal ein Tropfen vielleicht von dem Hanföl mit drin ist, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon in, wie heißen sie hier, die Läden? Supermärkte? Nee, ausgewählte, kleine, spezielle Supermärkte. Ach so, Delikatessenläden oder so. Delikatessenläden, meine Anspielung war jetzt aber eher auf Reformhäuser. So war's, okay, genau. Okay. Und da gibt es auch ganz gute Hanföle, die man auch zum Kochen verwenden kann und damit einfach leckere Salatdressing anrühren. Entweder geröstete, geschälte Nüsse mit dazu oder halt eingeweichte, ungeschälte Hanfsaatnüsse dazu. Und dann hat man einen knackigen Salat und dann Gemüse der Saison, das, was der Laden gerade hergibt und regional ist. Sehr gut. Ich kurz mal mich auch noch dazwischen grätschen darf. Aber ich will gleich noch nach Eis fragen. Aber bitte, Dennis, Eis interessiert mich auch. Ja, ich habe letzte Woche zum Beispiel ein Kimchi angesetzt, also selbst gemacht. Das ist ja dieser fermentierte Chinakohl. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und habe eben auch einfach unsere Bio-Hanfsamen mit reingeworfen. Ich dachte mir, ich probiere es mal aus. Wollte mal gucken, was passiert. Ja, und das ist eigentlich, ich mag diesen Effekt. Ne? Du hast so diesen wunderbar fermentierten Kohl, diese leichte Säure, die Schärfe, dieses Fermentaroma, sage ich mal, ja, es bringt ja auch eine eigene Aromatik mit sich, und dann hast du nochmal diesen Crunch der Hanfsamen zum Beispiel mit drin, ne? Du kannst das aber auch, finde ich persönlich super, in Kombination zum Beispiel mit Couscous verwenden, also die Hanfsamen, ja, gerade wenn du sie ein bisschen mit erwärmst, weicht die Schale ein wenig auf. Dann hast du halt so ein bisschen Crunch mit drin, dazu ein schönes Brokkoli-Steak oder so, ja. Also ich glaube, sowas geht da immer gut, ne? Und ja, wie der Henning schon sagt, Salate einlegen und einwecken ist ja auch eigentlich eine schöne Sache, fermentieren. Also da ist wirklich, da haben wir jetzt einige Ideen, an denen wir arbeiten. Und das war's. Ja, trotzdem nochmal zurück zum Brokkoli-Steak, finde ich auch. Also ich meine, ich muss mich ja outen, ich habe ja null Ahnung vom Kochen. Also von daher bin ich dann natürlich jetzt auch leicht zu beeindrucken. Aber Brokkoli-Steak, ist das jetzt eine Wortkreation oder ist es so offiziell in der Kochsprache Brokkoli-Steak? Gibt's das? Kann man sich halt so ein Steaks runterschneiden mit dem Strunk in der Mitte drinne, der hält dann ja quasi alles zusammen soweit, aber man hat natürlich auch immer ein bisschen Schnittverlust. Ja, das stimmt. Aber du musst es dir eben, wenn du es dir bildlich vorstellen willst, ne, hast du diesen wunderbaren Brokkoli-Kopf, das klappt auch wunderbar mit Blumenkohl zum Beispiel, oder Romanesco, wenn du dich nicht entscheiden kommst, ob Brokkoli oder Blumenkohl, nimmst du halt den Romanesco genau in der Mitte, ne? Und da schneidest du einfach eine satte Scheibe, sag ich mal, runter, ne? Die Finger dick, und dann brätst du sie einfach mal kurz an. So, ja, du willst ja, dass das Gemüse knackig bleibt. Das kannst du kurz scharf anbraten, ohne dass es verbrennt. Du kannst es aber auch im Ofen grillen, rösten. Ja, also du hast super, super viele Möglichkeiten, ja. Und wenn es dann eben auch noch die Möglichkeit gibt, gäbe frische Hanfblätter zum Beispiel dazu zu tun, die ja sehr, sehr viel Eisen auch enthalten, oder eben auch eine frische Hanfblüte, dann hast du da schon ein bisschen Spaß, ja. Dann hast du super Inhaltsstoffe und echt viel Spaß am Essen. Und was sehr Einfaches kreiert, was sehr, sehr schnell ging, Bratlinge, Rösti, du kannst ja alles Mögliche machen, ja. Du
kannst ja die Ofenkartoffel füllen mit Hanfsamen, mit Brokkoli, mit Romanesco, ach, mit allem drum und dran. Oben drüber gibt es ein schönes Pesto zum Beispiel, ja, wo du dann eben einfach auch ein bisschen, kannst du Rucola nutzen oder Basilikum, Hanfblätter, wenn du sie hast, ja, was auch immer. Du nimmst halt einfach statt der obligatorischen Pinienkerne oder Walnüsse oder sonst was einfach mal Hanfsamen, geschälte Hanfsamen zum Beispiel, und nimmst halt nicht nur ein Olivenöl, kannst ein Hanfsamenöl nehmen, ein kaltgepresstes, ja, kriegst eine wunderbare, schöne Aromatik mit. Man kann es da super viel machen, ja. Gerade im Sommer, was sich super anbietet, sind natürlich auch so Kaltschalen, Gazpachos und so, ja, wo du dann halt einfach wirklich, ja, das ist dann einfach ein sexy, sexy Dinner, was du dann abends hast, was dich nicht, wofür du nicht viel Know-how brauchst, ja. Dafür musst du nicht 3 Jahre Koch lernen oder dieses Handwerk erlernen, um das herstellen zu können. Du brauchst dafür nicht viele Utensilien, du brauchst dafür einfach nur ein bisschen Spaß und Leidenschaft, ne? Und dann wendest du eben, nutzt eben solche Produkte als Alternative, ja, um mal wegzugehen von den bekannten Nüssen, Pinienkernen und so weiter und so fort, ja. Also, und bist nicht so erschlagen wie nach einem Blockhausstick mit Pommes. Ja, also genau, ich habe jetzt gerade Bock tatsächlich, ich mag ja Blumenkohl total gerne, und ich habe jetzt so vor meinem geistigen Auge ist jetzt so das Bild eines so leicht angebratenen Blumenkohlsteaks, so mit so einer, so ein kleines bisschen bräunlich, aber natürlich nicht verbrannt und so, dass es eher kross ist. Und also Blumenkohlsteak kann ich mir gerade, entschuldige Daniela, kann ich mir aber gerade besser vorstellen als ein Brokkoli-Steak. Vielleicht, ja. Gut, das aber nur am Rande. Eis, habt ihr noch einen Eisvorschlag zum Abschluss? Oder habt ihr euch mit Eis noch gar nicht beschäftigt? Du meinst Speiseeis? Ja, was meintest du für Eis? Es gibt ja auch Mundeis. Mundeis. Mundeis? Eis am Stiel, oder was? Du kannst ja auch Eiswürfel irgendwie herstellen. Viele Möglichkeiten, ja, Aromen zu arbeiten zum Beispiel, oder eben, ich glaube, was gern gemacht wird, ich habe es jetzt so noch nicht gesehen, es wird ja auch gerne Hundeis für Drinks verwendet, wenn so ein bisschen Früchte mit eingefroren sind oder essbare Blüten oder so, ja, in dem Fall wäre natürlich eine Hanfblüte da irgendwie nicht möglich. Speiseeis, ich glaube, das da geht auch schon was. So ein schönes Hanfnusskrokant on top. Melone, Heidelbeere. Was denn noch? Jetzt Zitrone, gehen die Filme los in den Köpfen von Dennis und Henning. Ja, denk mal weiter. Famitas. Ja, also da gibt es ja super viele Möglichkeiten, Sorbets. Jetzt hast du mir natürlich einen Floh ins Ohr gesetzt, Tom. Auf den Film geschickt. Ja, gucken wir, das Hanf ins Eis kriegen jetzt. Ja, aber das ist doch ein schöner Abschluss. Dann habt ihr jetzt sozusagen noch, da bin ich ja total stolz, ne? Da konnte ich jetzt direkt noch eine Anregung mitgeben. Ich dachte ja, dass ich zu diesem Podcast, da ich so der Antikoch bin, so null beitragen kann. Aber dann habe ich jetzt direkt nochmal die Idee in euch kreiert, die dann wahrscheinlich zu Eis und ähnlichen Kreationen in Zukunft auf Seite der Berliner Wiese führen wird, kann ich mir vorstellen. Und ich meine, dann über canable.de auch leckere Rezepte anzubieten und so, und vielleicht noch Eis und Kaltschalen und Brokkoli-Steaks und Daniela-Smoothies und so. Ich meine, ein Daniela-Smoothie wäre doch auch mal was, oder? Sollte, ja, aber der sollte möglichst grün sein. Grün und ohne Ende Alkohol drin, auf jeden Fall. Ohne Ende Alkohol drin. Ja, sonst kann man definitiv das nicht authentisch verkaufen. Definitiv. Das geht nicht. Ich habe das eigentlich schon im Kopf, so Danis Kochbuch, jedes Rezept mit einer Flasche Goldkrone. Das wird so ein richtiges Polit-Ernährungsbuch. Ja, genau. Ich kann mir das gut vorstellen, wie sie dann auch die Prävention bei den Jugendlichen anbringt, wenn sie dann auch persönlich in den Klassen vielleicht auch oder vor Schulen spricht, die Jugendlichen warnt, was dann doch die Spätfolgen sind und das Cannabis natürlich auch tötet und dann gleichzeitig dort steht und in der Cola-Flasche natürlich einen schönen, den Fuji à la Ludwig hat, ja, und einen schönen Cola-Weinbrand süppelt und sie vor sich hinlallt. Ne? Ja, unter 1,2 Promille stellt die sich auch vor keine Schulklasse, denke ich. Also sie muss ja auch, aber auch vor keinen Journalisten. Nein, 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 nein. Sie muss ja authentisch sein und ja, dafür lieben wir sie ja
ja auch. Also nochmal herzliche Grüße an die gute Dani. Na, Dani, wir, danke. Genau, wir freuen uns, dass es dich gibt und drücken dir die Daumen, dass du auch weiterhin immer so tolle Ideen hast wie in der Vergangenheit, denn dann können taffe Antworten. Genau, und dann können dich alle ernst nehmen. Und schlagfertig ist sie, und falls du mal einen Praktikanten brauchst, Dani, ich bin bereit, ich habe Bock drauf, ich mache das kostenlos. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Praktikum, vielleicht werde ich auch mal, was ist sie denn eigentlich, Drogenbeauftragter der Bundesregierung dann. Ja, das wäre natürlich auch großartig. Ja, ich meine, du kannst sie anschreiben, aber ich muss dazu sagen, ich habe es gemacht vor dem, keine Ahnung, ich glaube vor 3-4 Monaten. Ich wollte eigentlich ein Interview mit ihr machen. Und auf Twitter betont sie zwar immer, dass sie den Dialog schätzt. Ich frage mich dann nur immer, mit wem sie den denn schätzt, weil also die Leute, die auf Twitter den Dialog mit ihr suchen, die existieren offensichtlich für sie nicht. Und auf meine Interviewfrage hätte ich mir zumindest gewünscht, eine Absage zu kriegen. Entweder mit einer fadenscheinigen oder auch komplett ohne Begründung. Wäre alles in Ordnung gewesen. Aber sie hat gar nicht reagiert. Also von daher, Dennis, wenn du dich um ein Praktikum bewirbst, keine Ahnung, mach es vielleicht nicht per Mail, sondern mit einem Briefumschlag und pack noch irgendwie ein Pulver dazu oder so, damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich hab dir doch von der Idee erzählt, den 3D-Drucker zu kaufen und einfach einen Brokkoli für sie zu drucken und denen hinzuschicken. Das werde ich machen. Und ich lege einfach noch eine Flasche Korn bei. Ja. Und ich glaube, dann schaffen wir das, dass wir da zusammen irgendwie mal ein bisschen Spaß haben werden, die Dani und ich. Bisschen Aufklärungsarbeit machen. Wer weiß. Absolut, absolut. Und dann schauen wir doch einfach mal, was in anderen Ländern passiert. Und Hauptsache, wir schützen die Jugendlichen. Ne? Richtig. Also das richtig. Ist ja so das ihr oberstes Gebot. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir mit 16 Jahren bereits alkoholische Getränke in Supermärkten erwerben können. Das finde ich großartig. Ja. Und viel mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Nein. Also, da das ja nun auch der Daniela Ludwig Gedenkpodcast war, finde ich es nur angemessen, dass wir dementsprechend auch gewissermaßen mit einer kleinen Dani-Liebeserklärung im Prinzip hier aufgehört haben. Eine Huldigung. Eine Huldigung, möchte ich fast sagen. Also wir knien nieder, könnte man symbolisch, metaphorisch sagen. Und machen uns jetzt, weiß ich nicht, irgendwie was Alkoholisches auf, freuen uns des Lebens und wir werden weitersehen. Aber wir machen es wie Dani. Prost. In diesem Sinne, Prost, ja. Euch auf jeden Fall für eure großartige Rezeptidee. Wirklich alles, alles Gute. Ich kann mir gut vorstellen, ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass das Ding wirklich einschlagen wird. Macht da ein vernünftiges Marketing und vielleicht sagt ihr uns auch nochmal Bescheid, wenn es soweit ist, dann bewerben wir das natürlich auch noch ein bisschen. Denn diese Idee ist einfach großartig und Essen und Hanf miteinander zu verbinden, liegt eigentlich so nahe, dass es eigentlich schon längst hätte gemacht werden sollen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwo schon gemacht, aber dass ihr das jetzt nochmal macht und dann noch mit zwei professionellen Köchen, da kann ja nichts anbrennen, sozusagen. Ne? Wow, wow, den hast du dir aber vorher überlegt. Oder? Nein. Das war so spontan. Aber ich fand's auch gut. Okay. So spontan wie Dani's Antwort. Ja, genau. Ja, genau. Okay, Dennis, Henning, ich bedanke mich für diesen sehr unterhaltsamen Podcast. Ich habe jetzt Hunger und dementsprechend muss die Nachbearbeitung des Podcasts noch ein kleines bisschen warten, aber in den nächsten Tagen wird dann publiziert. Ich vermute mal spätestens Anfang nächster Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Appetit, guten Hunger, guten Durst, lecker Brokkoli, was auch immer. Und bis bald, ihr zwei. Auf Wiederhören. Alles. Ja. Auf Wiederhören. Tom, ciao, danke. Dank nochmal. Auf Wiederhören und immer fleißig Brokkoli essen. Wir lieben da draußen. Brokkoli ist sehr gesund. Das macht groß und kräftig. Das ist die Situation. Das wusste schon Pop. Nein, Quatsch, das war Spinat. Egal, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Und Dani. Tschüss. Ciao.